Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um Menge und Element. Wir hatten zwei Aufgaben dazu. Sogenannte Zahlenfolgen entstanden da. Einmal hatten wir es durch Streichhölzchen gelegt. Da kam bei der ersten Figur kamen zwei neue Streichhölzchen bei der zweiten Figur dazu. Und dann erst oben und dann noch unten zwei neue dazu. Und eure Aufgabe war es, rauszufinden, wie viele wie viel Hölzchen man jeweils braucht und wie die Figur 4 und wie die Figur 5 ausschauen. Und bei der zweiten Aufgabe, da gab es auch wieder eine Zahlenfolge, diesmal aber mit echten Zahlen. Und da sollte man die Regel erkennen und drei weitere dazu finden. Auflösung gibt es hier. Und was das Ganze mit Menge und Element zu tun hat, werde ich euch erklären. Also, zuallererst mal ist relativ einfach. Das sind drei Hölzchen. Hier kommen zwei dazu, also haben wir hier fünf Hölzchen. Hier kommen zu den fünf nochmal zwei dazu, also haben wir sieben Hölzchen. Und wenn man sich das Ganze jetzt weiterdenkt, ist klar, dass hier und hier nochmal zwei Hölzchen dazukommen, also wie es eigentlich bei der Figur schon war. Das heißt, die Figur 4 hat neun Hölzchen und wenn man diese zwei hat, kommen als nächstes ja wieder unten zwei dazu. Das heißt, bei Figur 5 hat man elf Hölzchen. Jetzt habe ich quasi die Zahlen 3, 5, 7, 9, 11. Man kommt recht schnell drauf, dass die nächste natürlich dann 13, 15 und so weiter hat. Diese Zahlen kann man zusammenfassen und das sieht man jetzt schon in dieser komischen Schreibweise, aber die werde ich euch etwas näher erläutern. Das, was ihr hier seht, ist die Zusammenfassung der Zahlen. Man nennt das auch eine Menge. Das heißt, wenn man etwas zusammenfasst, zum Beispiel Zahlen, dann nennt man diese Zusammenfassung eine Menge. Damit man das mathematisch richtig schreibt, brauchen wir geschweifte Klammern. So wird quasi festgestellt, es handelt sich hier um eine Menge. Diese geschweiften Klammern reichen aber nicht aus. Zwischen die Zahlen müssen wir noch einen Strichpunkt machen. Weil wenn die Zahl 5 hinter der Zahl 3 steht, könnte man auch schnell drauf kommen, das ist die Zahl 35. Nein, wir wollen es eindeutig mit einem Strichpunkt trennen und auch nicht mit einem Komma. Sonst wäre es 3,5. Das lernen wir zwar erst in der 6. Klasse kennen, aber bis dahin müssen wir eben auch eindeutig das Ganze trennen. Also 3-5-7. Das, was hier in diesen geschweiften Klammern drin steckt, ist jetzt also eine Menge von Zahlen. Und diese Menge bezeichnet man mit Großbuchstaben. Ich habe jetzt hier einfach das große A gewählt. Hätten wir auch B, C, D oder sonst wie nennen können. Übrigens, diese Menge hat einen besonderen Namen. Das ist nämlich die Menge von ungeraden Zahlen. Die einzige, die hier fehlt, ist die 1. Also, Menge der ungeraden Zahlen wäre es, wenn man hier noch die 1 dazu bringt. Was kann ich jetzt mit so einer Menge machen? Ich kann rausfinden, ob zum Beispiel ob Zahlen zu dieser Menge gehören oder nicht. Frage, die 13 gehört dir zur Menge A? Natürlich, denn wenn man bei der Figur 6 nochmal 2 dazulegt, dann kommt man eben genau auf die 13. Mathematisch stellen wir das dar durch ein sogenanntes Elementzeichen. Das ist kein E, sondern so ein kleines geschriebenes E. Also bitte hier nicht ein Schreibschrift E machen, sondern genau dieses Zeichen. Und es ist auch ein kleiner Buchstabe. Also bitte nicht so groß machen, dass es so groß ist wie dieses A. Das hier nennt man Element von. Das heißt, wenn man das jetzt vorliest, heißt es, 13 ist Element von der Menge A. Und die Menge A sind genau diese Zahlen. Da hätten wir drauf kommen können, 3, 5, 7, 9, 11, nächste Zahl ist 13. Also ist die 13 ein Element von der Menge A. Die andere Frage, die sich dann stellt, was ist mit der 14? Die ist eben nicht Element der Menge A und dementsprechend müssen wir dieses Elementzeichen dann durchstreichen. Das ist also die Schreibweise. Einmal, wie man eine Menge schreibt und einmal, wie man dann Operationen damit durchführen kann, wie zum Beispiel, ob ein Element dazugehört oder eben nicht dazugehört. Das heißt also auch, die 3 ist ein Element dieser Menge, die 5 ist ein Element, alles was da drin steckt, ist ein Element der Menge, nur die 14 nicht. Und deswegen macht man das so kenntlich. Bei dieser Aufgabe war es so, dass immer drei neue dazukommen sind. Ja, also man kann das sich auch mal hier so grafisch darstellen, +3, +3, da kommt man ziemlich schnell dazu, okay, diese Regel gilt, immer drei mehr. Und wenn man diese Menge jetzt wieder zusammenfasst, kann ich die wieder in geschweiften Klammern schreiben. 3, 6, 9, 12, 15, 18, es gelten dieselben Regeln wie hier oben, auch das ist eine Menge, eine Zusammenfassung von Zahlen. Die habe ich jetzt B genannt, weil es eben nicht die gleiche ist wie hier oben. Auch hier kann ich mich wieder fragen, was ist denn mit der Zahl 24, gehört die dazu? Naja, wenn man weiterdenkt, kommt als nächstes die 21, dann die 24, also ist die 24 ein Element dieser Menge. Die Zahl 25 ist es nicht.
Besondere Mengen haben wir auch schon kennengelernt, nur kann man die jetzt eben auch noch benennen. Das hier ist eine besondere Menge. Das nennt man die Menge der natürlichen Zahlen. Moment, das kennt ihr ja schon vom letzten Mal. Genau, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, das sind alles natürliche Zahlen. Und wenn man das in eine Menge zusammenschreibt, macht man das eben so. Aufpassen, hier ist es nicht nur ein großes N, sondern der erste Strich des Ns hat zwei Striche. Das ist die Kennzeichnung dafür, dass es sich um die natürlichen Zahlen handelt. Was hier fehlt, ist die 0. Das wissen wir ja, ist keine natürlichen Zahlen. Die können wir aber dazufügen, indem wir zu dem N noch ein 0 da unten hinschreiben. Dann haben wir jetzt quasi die Menge der natürlichen Zahlen und die 0. Was haben wir also gelernt heute? Wenn man Zahlen zusammenfasst, nennt man das eine Menge. Also man kann entweder alle Zahlen nehmen, die natürlichen Zahlen, das ist auch eine Menge, oder man kann eine Auswahl von Zahlen treffen. Man muss nicht nur Zahlen zusammenfassen, man kann auch Menschen zusammenfassen. Ja? Zum Beispiel Mädchen in einer Klasse, das ist auch eine Menge. Mengen fassen also Dinge zusammen. Und wenn ich wissen will, ob ein Element, so heißen die Teile in einer Menge, dazugehört, muss ich es rausfinden und durch das Elementzeichen reinschreiben. Das haben wir gelernt. Eine Menge und ein Element. Und so wie das Ganze jetzt hier zu sehen ist, kommt es in euer Heft. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!